euch und willkommen zurück. Ich habe ja noch ein Kartenprojekt mit dem Stempelset der Woche schön schwungvoll versprochen. Das machen wir heute miteinander und zwar schaut es so aus. Das ist mein Prototyp und machen damals in einer anderen Farbe und natürlich mit dem Designerpapier Papierblüten, das ja auch die Woche sozusagen zum Stempelset der Woche dazugehört. Ich lege mir das einmal auf Seiten und hole mir meinen Papierschneider her. Vorbereitet habe ich mir schon ein Stück Farbkarton in Rauchblau in 14,5 mal der ganzen DIN A4 Seiten. Ich habe mir vom Designerpapier das marineblaue Design ausgesucht mit den Streublumen. Das ist auch 14,5 mal 9 cm. Dann haben wir für einen Einleger ein Stückerl mit 14 cm. Das ist jetzt circa 10-11 cm hoch, weil wir da eh noch was wegstanzen. Da habe ich jetzt nicht ganz genau zugeschnitten. Und wir werden auch noch ein Reststückerl in Marineblau brauchen. Anfangen tue ich damit, dass ich mir meinen rauchblauen Farbkarton an der langen Seite einlege. Bei 9 cm falls. Und bei 19,5. Den da mal gleich mal wieder weg. Die Falzlinien ziehen wir uns gleich gut nach. Und auf die Seiten kleben wir uns unser Stück Designerpapier auf. Das machen wir mit Flüssigkleber. Gut nachstreifen, das soll sich wirklich gut verbinden, weil wir ja jetzt dann gleich mit einer Randstanze drüber gehen. Das heißt, ich nehme auch wieder die Stanzformen mit Schwung dazu. Werden wir da die zwei wieder nehmen und werde in einem ersten Schritt Stanzkante darf oben sein, werde ich mir da wieder einen Schwung einstanzen. Und zwar werde ich das ungefähr auf die Höhe machen, fixiere immer wieder mit einem Kleeball. Und weil ich schon dabei bin, setze ich mir auch auf meinen Einleger gleich die andere Randstanze drauf und stanze mir das auch durch. Das mache ich jetzt gleich, dann sehen wir uns gleich wieder. So schauen jetzt meine zwei Teile aus. Das heißt, ich drucke mir dann wieder die Ausstanzungen aus, damit das alles sauber ausschaut. Da bin ich wirklich 3-4 Mal hin und her gefahren, damit das auch wirklich gut ausgestanzt ist. Und jetzt muss ich mir nur noch die Teile raus tun. Und wenn ich alle meine Löcher freigelegt habe, schließe ich mir den einen Teil, lege mir das drüber und nehme dann die andere Stanze. Und leg mal die genau in die Rundung einer. So fixiere ich mir das dann und stanze mir den Teil durch. Das heißt, die kleben wir es wieder fest. Und ziehe nochmal durch
Das ist unser Restteil, das können wir für was anderes verwenden. Und so schaut dann unser Karton aus. Das war in Wahrheit die kompliziertere Variante, weil es euch eigentlich viel leichter tut, wenn es vorher am oberen Teil die Stanze anlegt, den Teil wegnimmt, so abschließt, weil dann passt ganz genau an den Rand die Stanze und dann könnt ihr es fixieren mit einem Kleberl und so dann wegstanzen. Das Endergebnis ist dasselbe. Was wir jetzt nur brauchen, sind zwei Löcher für unseren Verschluss. Das heißt, da schaue ich, dass ich mir die Karten gut ausmittelt. Leg mir dann an meinen dunklen Strich ein Lineal drüber und markiere mir einfach mal zwei Punkte. Das heißt, da brauche ich zwei Löcher. Das könnt ihr mit einer Lochhandstanze machen. Wer sowas nicht hat, kann auch mit so einem Pixer durchstechen. Ich werde da meinen kleinen Locher nehmen und mal jeweils mal ein Loch reinmachen. Und wenn ich schon beim Löcher machen bin, nehme ich mal mein Reststück im Marineblau. Machen wir da auch zwei Löcher mit ein bisschen Abstand. Und nehmen wir dann eine halbe Zoll Kreisstanze und stanzen wir quasi diese Löcher aus, sodass ich schön mitten nehme. Das brauche ich für meinen Verschluss. Und jetzt werden wir nur ein bisschen stempeln. Das heißt, als erstes nehme ich mal das Hallo aus meinem Stempelset raus. Nehmen wir das marineblaue Stempelkissen. Und stempeln wir das einmal da oben her. Dann schnappe ich mir die schöne Blumenranke wieder. Und stempeln wir die an den Rand. Und das ganz kleine Zweigerl nehme ich mal. Und setzen wir es unter mein Hallo. Und weil wir schon beim Stempeln sind, nehme ich mir auch noch gleich meinen Einleger. Und setzen wir da einen Spruch drauf. Ich bleibe jetzt beim Marineblau. Man könnte den jetzt natürlich auch in Rauchblau einstempeln. Und auch da nehme ich mir nochmal die kleinen Zweigerl. Und das war's schon mit Stempeln. Jetzt werden wir uns das Ganze nur ein bisschen kolorieren. Ich werde beim Kolorieren Ton in Ton bleiben. Nehme mir dafür wieder mein Stempelkissen in Marineblau und ein Stempelkissen in Rauchblau. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert, sonst nehmen wir noch was anderes dazu.
und nehme mir einen Blender hin und werde mir dann meine Blumenranke ein bisschen ausfärben. Das heißt, ich nehme Farbe auf. Und färbe mir so meine Blütenblätter mit einem Marineblau ein. Ihr seht, es ist gar keine Hexerei, das geht relativ flott. Da braucht man auch nicht großartige Technik dazu. Je nachdem, wie intensiv ich die Farbe haben mag, nehme ich mir nur ein bisschen was aus, auf und lasse es sonst auslaufen. Nicht zu oft drüber gehen, es ist ein normaler Farbkarton. Aber in Wahrheit geht das recht gut. Machen wir schnell die andere Seite. Wenn ich mit der Farbe fertig bin, streiche ich meinen Blenderpinsel aus, bis keine Farbe mehr kommt und kann dann gleich in die nächste Farbe gehen. Schauen wir, ob wir mit dem Rauchblau die Blätter nur ein wenig akzentuieren können, ob das gut angreift. Und ganz zum Schluss nehme ich mir noch einen Acrylblock, einen feinen Wassertankpinsel und mein flüsterweißes Stempelkissen. Drucken wir da ein bisschen Farbe drauf. Geht natürlich auch mit dem Nachfüller. Und setzen wir ein paar Akzente in Weiß. In meinem Fall schon mit Kolorieren. Ich lasse jetzt ganz kurz antrocknen und weil ich ja ganz gern mit Prägefolder arbeite und ich finde so geprägtes Papier fast alle Projekte aufwertet, habe ich mir das mal für einen Prägefolder Struktureffekt entschieden und werde mir jetzt nur die obere Glocken prägen. Da entscheidet es bitte für euch selber, wollt ihr eine Längs- oder eine Querprägung in dem Fall oder ganz einen anderen Prägefolder. Ich mag meine Streifen jetzt längs drinnen haben und werde mir das so jetzt durch meine Stanz- und Prägemaschine ziehen. So schaut das jetzt aus. Das heißt, ich werde jetzt meinen Einleger einkleben. Und für meinen Verschluss brauche ich nur so Klammerl. Ich habe da so ganz kleine. Aber dann nehmt einfach, was ihr habt. Die fädelt immer durch die Kreise, die wir uns vorher schon ausgestanzt haben. Und durch jeweils eins von den Löchern. Nicht zu fest zuziehen, weil da muss nur ein Band reinpassen. Dasselbe mache ich mit dem anderen. Und dann brauche ich eine Kordel dazu.
In dem Fall werde ich mal das Kordelset aus der Serie Maßgeschneidert nehmen. Da haben wir marineblaue und anthrazitgraue Kordel drinnen. Und werde, weil es so schön dazu passt, die marineblaue nehmen. Setzen wir oben einmal an. Und formen wir dann in Achterschleifen um meine Kreise herum. Und schneiden wir das dann ab. Und so ist im Prinzip mein Karten schon fertig. Ich werde mir jetzt noch einen Wink auf Stella nehmen und einzelne von den Blüten ein bisschen hervorheben. Und auch die Zweige, die wir nicht koloriert haben, setze ein bisschen einen Wink auf Stella. Auf die da heroben. Und wer mag, kann dann nur ein paar Glitzersteine verteilen. Ich habe da auch noch marineblaue aus dem Strassschmuck Herbst-Winter. Und einen weißen nehmen wir noch dazu. Und so ist jetzt auch mein Kartenprojekt zum Stempelset der Woche fertig. Ich hoffe, auch mit der Idee könnt ihr was anfangen. Am Samstag geht es weiter mit dem nächsten Stempelset oder mit den nächsten Stempelsets, wer weiß. Und bis dahin gibt es ja nur ein paar Projekte von meinen Kolleginnen mit dem Stempelset und mit dem Designerpapier. Ich hoffe, ihr schaut da überall rein und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald. Tschüss!